Hier könnten wir unser Leben auffüllen, aber... Nee, wir haben noch nichts. Aufmachen. Nein, hier brauchen wir nichts mehr. Wir sind arbeitsbereit. Theoretisch. Boah, sprint doch nicht so, Gordon. Das ist, oh gut, ich brauche eigentlich viel Zeit. Ring! Bonnie! Und du? So, das Lied endet jetzt, wenn ich in diese Ladezone gehe. Aber egal. Blöp. So unten, wie wir es von mir bekommen haben, durch den Anzug haben wir unten links eine Lebensanzeige sowie eine Rüstungsanzeige, die zurzeit auf 15% steht. Ja, Rüstung ist bei uns Strom, im allgemeinen Sinne gesagt. Oben rechts sehen wir unsere Taschenlampe mit einer Ladung. Taschenlampe können wir jetzt durch Drücken von F aktivieren, das ich gleich nach dem Stocken und der Ladezone demonstrieren werde. Ja. So, jetzt stoppt es mal etwas. Das merkt man gerade vielleicht nicht so, aber ich mache extra nichts. Und es geht. So, Taschenlampe. Ja, Taschenlampe, wundertoll. Unser bester Freund in dunklen Gängen. So, wir wollen Aufzug fahren. Ja. Man müsste nicht den Aufzug nehmen, aber ich nehme ihn jetzt. Boah. Wenn wir es jetzt falsch machen, könnte man alternativ schon herausspringen und sterben. Oder man könnte auch alternativ die Leiter klettern. Das alles und noch weiteres. Im nächsten Part von Half-Life. Nein, Schatz. Ich mache natürlich noch ein bisschen weiter. Das ist doch langweilig jetzt. Das hab ich ja schmackhaft gemacht. Boah, du läufst viel zu schnell, Gordon Freeman. Na gut. Hey, catch me later, I'll buy you a beer. Das sagt irgendwie jeder, dass er mir ein Bier kaufen will, ne? Hm. Ich hätte da nichts gegen, persönlich. Ich will nicht so viel sagen. Ich warte noch. Ich hoffe, kann ich mir das bis dahin merken, was ich jetzt sagen wollte. Nee? Und noch ein bisschen warten. Und es kann wieder losgehen. Jetzt. Please. Ah, Gordon. You just have to wait until we just sent the sample down to the test. Was fasziniert ist? Gordon arbeitet hier. Achtet mal darauf, was das hier sagt. Moment. Ich kann es nicht mehr machen, nein. Ach, doch, hört mal hin. Zugang verweigert. Das ist asozial. Gordon arbeitet hier, der kann nirgendwo rein. Was soll die Scheiße? Er ist ein autorisiertes Mitglied von Black Mesa und darf nirgendwo rein. Das ist doch mal ernsthaft unfair. Oh, ist was kaputt gegangen. Was zur Hölle ist mit unserem Equipment los? Ja, yeah, neuer Aufzug. Aufzug fahren, cool. Testlabor. Nein. Ja. Alle Forscher sehen so gleich aus. Aber man unterscheidet sie. Ja, es hört sich doof an. Und in Blue Shift gibt es sogar noch einen zusätzlichen Forscher. Yeah. Aber genug davon gesagt. Blue Shift werde ich auch noch machen als... nächstes Projekt nach Wario Land und so. Wie vor haben wir denn? Ja, okay, es wird schon spät. Aber ich bin jetzt fast an meinem vorgegebenen Ziel. Es kommt erstmal was. Ich hasse das Stocken langsam, aber muss sein. Ich bin mal gespannt, wie es nachher im Video aussieht. Ich kann es ja noch nicht angucken. Und ich werde jetzt das Video nicht anhalten, um das extra nachzunehmen. I was supposed to be in the test chamber half an hour ago. From standard analysis procedures today, Gordon. Yes, but with good reason. This is a rare. Man unterscheidet den und den und den anderen oben. Ja. Nein. Mir ist langweilig, deswegen mache ich das immer. Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. Genau. Assured the administrator that nothing will go wrong. Ah,
Yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, ja, ja, ihr habt vollständiges Vertrauen in mich. Let's okay. Auch wenn ich jetzt am Untergang von Black Mesa schuld bin, ne? Ich hab nichts gehört. Neues Gebiet. Richtig derbe geladen. Lass es stocken, bitte. Oh, lass es stocken. Ja, ich hab noch nicht genug damit. Oh Gott. Wie soll es denn gleich noch werden? So. Ich weiß, was ich tun muss. Leiter klettern. Und hier warten. Testing. Testing. Everything seems to be in order. Ja, ja. Du auch. Alright, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. If you would be so good as to climb up and start the rotors, we can bring the anti-mass spectrometer to the... Warum ich jetzt hier die ganze Zeit drauf drücke? Keine Ahnung. So. Ich darf wieder runtergehen. Und. Ah. So, wir haben die Ventilatoren oder was auch immer das sein soll gestartet. Very good. Ja, we'll nicht sehr gut. Power to stage 1 emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable. Man kann da reinspringen, aber das macht aua aua. Ich habe schon ein paar Mal getestet. Ich würde sowas ja nie machen. Und nein, ich will da rein. Stage 2 emitters activating now. Ja, aktiviere sie. We cannot predict how long the system can operate at this level, nor how long the reading will take. Please work as quickly as possible. Au, 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 das sollte nicht passieren. Ich wollte nicht so dicht da rein. Ich wollte nur von da aus nach da oben gucken. Capacitors to 105%. It's probably not a problem. Probably, but I'm showing a small discrepancy in... Well, no, it's well... Es ist vielleicht kein Problem, aber vielleicht... Immer noch kein Problem. Aber es ist nicht mein... It blinks! Es blinks! Jetzt machen wir den größten Fehler unseres Lebens. Wir nehmen dieses Teil und schieben es da rein. Oh Gott! Nein! Ja, ich laufe ja schon. Ich laufe um mein Leben. Ich laufe um mein Leben. Ich glaube, die sind tot. Mein Gott, es fallen nur irgendwelche Viecher vom Himmel. Ah. So, jetzt kommt ein lustiger Bug. Das Spiel rechnet damit, glaube ich, nicht, dass man da oben steht, weil jetzt... Nein, jetzt taucht man wieder mitten in dem komischen Raum auf. What the heck? Ja, yummy, yummy, yummy. Na hier, wie geht's? Alles cool? Hi. Na, wie geht's euch? Schön, ne? Ah, ich sehe nichts. Ah, okay, hier ist ein komischer Rand. Ich hab mich verlaufen. Ladezone. Wo sind wir? Was ist geschehen? Wieso? Oh Gott. Das alles und viel mehr in der nächsten... Nein, immer noch nicht. Ich hab noch gute Laune. Und will euch noch erstmal ein paar blutrünstige Sachen zeigen. Bis... Ja, das zeige ich euch und danach mache ich Schluss. Aus. Ende, ne? Das dauert noch. Paar Minz, paar viele Ladezonen. Man hört es, Stockrad. Unvorhergesehene Konsequenzen. Ich würde sagen, das Teil ist tot. Ja. Ich würde sagen, wir gehen hier. Oh, ich habe Lampe an. Ja, lad das Gebiet, bitte. Schön, danke. Leos, los, mach hin. Ich bin gespannt, wie es im Video aussieht. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, wie das einfach im Video aussieht. So, wir sind hier. Was ist geschehen? Der ist tot. Das Teil ist aktiviert. Ich in dem Raum hier hing, weil ich das nicht aufgekriegt habe. Nee. Tür ist offen. Erste-Hilfe-Kit. Danke. Ich glaube, der ist tot. Achtet mal genau dahin.
Nein, das ist nicht brutal. Das ist nicht brutal. Nein, 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 nein. Nein, nein. Auf. Brav. Natürlich ist Gordon Freeman unverletzt. Sonst wäre es auch nicht Half-Life. Nein, da will ich noch nicht hin. Ich will erst mit ihnen reden. Ich brauche den Typen da nämlich, der mit mir wieder die Tür aufmacht. Weil Gordon ein, ich sag jetzt einfach mal, Schwarzarbeiter ist. Er hat keine Registration in dem Scheißbild. Ja, ich versuche jetzt zur Oberfläche zu kommen, so schnell wie möglich, wenn du mir jetzt helfen würdest. Alter, du kommst jetzt mit. Okay. Headcrab! Dazu kommen wir auch gleich noch. Komm her, bei Fuß aufmachen. Brav. So, das erste Mal, als ich das Spiel hier gespielt habe, wusste ich jetzt noch nicht, was passiert. Ich dachte, ich duck mich jetzt hier einfach mal durch. Oh, ich krieg immer noch Schaden. Ich habe Angst. Tür! Puff. Ich lauf durch. Ja, Ladezone. Okay. Was bisher geschah? Wir haben das Teil da reingeschoben. Es hat grüne Strahlen abgeschossen. Das Forschungslabor ist, wie man sieht, kaputt, defekt, überall getroffen. So, das Brutalste kommt jetzt erst noch. Das ist, glaube ich, eine der brutalsten Stellen in dem Spiel, finde ich, oder? Ja, ich finde, das ist die brutalste. Ganz ehrlich, ich sag's frei raus. Brutalste Stelle in dem ganzen Spiel. Ja, ja, ja. Oh Gott, ein Headcrab. Wir können nichts tun. Ich will was. Willst du mich verarschen, du? Ich finde das unfair, man kann nichts tun. Aber nein, sie greift an. Ich will hier lang. Laserstrahl. Weil kam hier nicht einer durch. Ja, ich mache, glaube ich, gerade viel zu viel. Unvorsichtig, doch. Die brutalste Stelle in dem ganzen Spiel. Von der unzensierten Version. Laserstrahl, Laserstrahl, Barney. Barney, Laserstrahl. Yummy! Lecker Zeug. Nee. Und unsere erste Waffe. Eine Brechstange. Womit wir hier durch können. Okay, ich will nicht die ganze Zeit das Geräusch von zerbrochenem Glas hören. Da fängt das Spiel erst richtig an, Fun zu machen. Und nein, wir haben jetzt eine Waffe. Wir können uns gegen neugierige Headcrabs wehren. Ja. So, Aufzug fahren. Wollen wir Aufzug fahren? Nein, wollen wir nicht. Die sind tot. Okay. Ja, so viel zu dem her. Wofür ist diese rote Leiter? Worauf schießt er? Das alles sehen wir erst, wenn es aufhört zu stocken. Ich hoffe, das sieht man im Video, dass es stockt. Oder man hört mich oder es macht und ihr denkt, euer PC. Da, worauf schießt er? Es ist ein Zombie. Keine Ahnung. Da! An den hatte ich gar nicht mehr gedacht. Ganz ehrlich nicht. Schauen wir uns die mal an. Lecker, ne? So, er hat eine Waffe. Ich will eigentlich deine Waffe haben. Okay, I'll cover you. Aber ich habe zwei Möglichkeiten. Ich könnte ihn umbringen. Nummer 1. Oder er gibt mir schon...